Unreal Engine. Secret Mode. The Chinese Room. Haftungsausschluss. Na, ist ein fiktionales Werk und so, ne? Charakterorganisation, Marken sind fiktiv, jede Ähnlichkeit oder Darstellung. Ihr kennt es, ne? Warnung, automatisches Speichern. Bitte vor dem Spielen durchlesen. Speichert automatisch deinen Fortschritt. Okay, das kennen wir schon. Okay. Sehr schön. Warnung vor Anfällen bei Lichtempfindlichkeit. Okay, haben wir das auch. Sehr gut. Helligkeit passt. Passt alles. So, bestätigt. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Deutsch, ja, ja, okay. Warte. Ja doch, das müsste eigentlich alles so passen, wunderbar. Sehr schön. Und damit herzlich willkommen aus dem Livestream bei TikTok zu einem neuen Horrorspiel. Mal wieder. Oder was heißt mal wieder? Wir hatten schon lange keine Horrorspiele mehr auf dem Kanal hier auf YouTube. Und es ist ein Spiel ab 18, also wenn du keine 18 bist, musst du jetzt wegschalten. Nein, Spaß beiseite. Ja, Still Wake the Deep. Ich habe es in der Xbox, im Xbox Game Pass tatsächlich bekommen und dachte mir, hey, es ist mal was komplett Neues. Wir gehen da rein und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich habe ein bisschen was gelesen und dachte mir so, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir testen müssen, was wir spielen müssen. Für die Leute im Stream, ich weiß noch nicht, wie lange wir heute streamen, aber wir gucken einfach mal, wa? So, Optiones haben wir gerade uns angeschaut. Ne? Hinweise, wir machen mal Hinweise an. Vielleicht hilft es uns ja, ne? So, wir können die Letterbox... Okay, ich mache das vielleicht ein bisschen so, dann kann man ein bisschen was machen. Größe machen wir für die Leute, die vielleicht nicht so... Ne, machen wir auf Mittel. Schriftart kann so bleiben. Untertitelfarbe, ja, das lassen wir so. Ja, das passt alles. Okay. Grafik hatten wir schon geschaut. Wunderbar. Ja, wir gucken mal. Steuerung. Oh, warte mal, bei Grafik. Motion Blur aus. Filmkörnung aus. Und das lassen wir auch mal lieber aus. Ich bin mir nicht so sicher. So, Änderungen. Okay, übernehmen. So, und der Rest, Taschenlampe, Steuerung. Wir gucken mal, was passiert. Wir können das im Spiel testen. So, dann gehen wir jetzt rein ins Spiel. Let's go. Viel Spaß bei dem Bohrinsel-Simulator Horror. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, ach hier, guck mal, das haben wir gerade gemacht. Ja, bitte. Let's go. Mein Controller vibriert. Ich hoffe, es ist mein Controller. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now. Please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home. But if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. Wait forever. Sus. Jesus, Sus. Girls made you a Christmas card. Ah, fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be up with you. Aye. All right. Okay, und damit nochmal herzlich willkommen hier bei Still
Wakes the Deep. Das Intro war ja schon ein bisschen, also ein paar Sätze, die da fehlen, kommen mir gefährlich bekannt vor. Schlossi, danke fürs Liken. So, also wir sind jetzt hier auf einer Bohrinsel. Wir schauen mal nach draußen, es regnet. Was ich jetzt vom heutigen Wetter nicht sagen kann, denn es ist einfach scheiße warm. So, was haben wir hier? Frohe Weihnachten. Ein bisschen falsch geschrieben, aber ja komm, das sind von den Kindern. Da drückt man halt einfach auch mal ein Auge zu. Ich schaue mich mal um. Das ist also unsere, wie heißt das, Kajüte? Ich glaube, das heißt Kajüte. Das ist jetzt der Brief, den wir bekommen haben. Ne? Aber wenn du das nicht regelst, ist es endgültig aus mit uns. Ich liebe dich, aber ich werde nicht ewig warten. Ja. Okay. Gut, da haben wir ein paar Fotos. Also Boxer, Kalender. Okay, dann gehen wir mal nach draußen und werden mal gucken, ob wir unser Essen essen können. So, was haben wir denn da? Kabinen. Aha, Kantine. Okay, hier haben wir einen Plan. Da haben wir die Toiletten, die Duschen und den Dachzugang. Okay. Ich gehe einfach mal in fremde Kabinen rein und guck mal, ob ich irgendwas finden kann. Sehr geehrte Herren, die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, North Sea Oil Workers Union, irgendwas, Zweigstelle Aberdeen, informiert Sie hiermit gemäß des Trade Union and Labor Relations Acts von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis Ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für unseren triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Ja, wer kennt sie nicht, ne? Es gibt Leute, die schreiben halt einfach irgendwelche Briefe und dann wird es halt nicht mit Unterschrift gemacht, sondern einfach Ende. Okay. Zusammen sind wir stärker. Ja. Okay, was haben wir da? Die Glasgow Gazette. Linwood told to accept deal or else. Okay, also der Linwood sagt hier, akzeptiert den Deal oder irgendwas anderes. Naja, warum nicht, ne? Schön sieht's hier aus. Richtig schön altmodisch. So, was haben wir hier? Kelly und... Oh, das ist die Nachtschicht, glaube. Ich mache einfach auf, um sie ein bisschen zu ärgern, ne? So, was haben wir hier? Nichts weiter. Da geht's runter. Okay. Okay, da geht's auch nicht. Und dann gehen wir mal nach unten. Ach, da arbeitet schon jemand. Wen haben wir hier? Okay. Was für ein Chaos. Ja, das denke ich mir auch. Aber das Chaos kommt ja nicht davon, es kommt von hier oben. Das ist alles nass, da muss mal ein echter Handwerker vorbeikommen. Der muss sich das mal angucken. Aber für Feuerlöscher haben sie auf jeden Fall gesorgt, ne? Also, so, wen haben wir hier? Henderson. Davy must have gone back on shore last night. Okay, aber Zigaretten, ne? Aber ich glaube, die sind leer. Also, ne? Nichts für jemanden vielleicht aus dem Chat, man weiß es nicht. Mahlzeit. Tag, grüß dich. Oh. Alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this old rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Ich stehe gerade. Ich sitze nicht in der Scheiße. And he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See you.
Ja, also, das ist hier der Finlay halt, ne? Und der ist halt anscheinend Raucher und der hatte halt leider kein Feuerzeug. Aber okay. Gut, das hier sind also. Also, ne, das Spiel ist ab 18, ich wollte es nur sagen, ne? So, also ihr wisst Bescheid, ne? Ich zeige euch das trotzdem mal schnell. Das sind die Duschen. Für die Ladies ein bisschen Fanservice, ne? So. Okay. Ach so, Finlay, denkt dran, nicht so viel rauchen, das tärt nur die Lunge. Hier ist ein Schlüssel, den kann ich aber leider nicht aufnehmen. Okay, ich mache einfach mal die Tür zu, auch damit der keinen Durchzug hat. Wir wollen ja nicht, dass der sich erkältet. So, hier ist Grant. Also bis jetzt ist noch nichts Horrormäßiges. Das ist cozy. Ah, guck mal, die haben geschmückt, das ist das ist doch auf jeden Fall schön, ne? Hier mit Knallbonbon. Und den ganzen Kram. Ja, das ist schon gar nicht mal so verkehrt hier auf dieser Bohrinsel. So, was haben wir denn hier? Anschauen. Kurzmitteilung an das gesamte Personal in Aberdeen, an das gesamte Offshore-Personal. Aufgrund der verspäteten Lieferung durch das Beira-Ölfeld und der laufenden Streikaktionen hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr 95/96 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Frohe Weihnachten, Bernhard Cunningham, Vorstandsvorsitzender. Also an alle, die jetzt dieses Jahr auf Weihnachtsgeld gehofft haben, ich muss euch leider enttäuschen. Ne, gibt's halt einfach nicht. Okay, hier geht's nicht lang. Hä, wo soll ich? Gehe zur Kantine. Okay, ich muss die Kantine suchen. Wo ist die? Ach hier, stimmt, wir haben ja noch... Drücke um... Ah, okay, jetzt. Okay, alles klar. Das hier ist also jetzt... WC, immer noch dasselbe. Wir befinden uns da, okay. Da geht's runter zur Kantine. Ich würde mich aber... gerne mal hier durchdingsen. Aber okay, da ist halt auch nichts, ne? Okay, na dann gehen wir mal in die Kantine in der Hoffnung, keine Ahnung. Drücke erneut, finde die Treppe, ah okay, ich verstehe. Wir können es also auch selber entscheiden. Da ist Kantine und da ist die Crew Lounge, wir gehen mal gucken, vielleicht ist ja jemand von unserer Sippschaft, Mitarbeiter, auch genannt, da. Hallo, okay, hier ist keiner. So, was haben wir hier? Ah, ein Dart-Turnier für alle, die vielleicht gerne darten. In der zweiten Runde sind Finlay. Ja, wir sind auch mit dabei. Ja, okay. Das Finale ist Finlay und Brody. Grüße an Finlay. Ich hoffe, du gewinnst das Finale. Ja. So, wir schauen uns erstmal um. Ich will nicht gleich sofort. Wer lässt denn hier den Kühlschrank offen? Das kostet unnötig Strom. Okay, Billard können wir anscheinend auch spielen. Das ist sehr schön. Und ansonsten, boah. Aha. Es gibt also nur ein Testbild. Sehr schön. Okay, ich kann auch rennen. Das ist schon mal gut. Dann gehe ich mal hier noch hin. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht lang. Nee, okay. Wir müssen uns das alles merken. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit wir hier die Chance haben, wegzurennen. Was ist denn das hier? Was soll denn das? Wer stellt denn hier einen Fluchtweg zu? Okay. Was habe ich jetzt ausgeschalten? Keiner weiß es. Okay. My dad's safe. How about you? Ach so, wegen dem komischen Helm da oben drauf. Okay, was haben wir hier? Weihnachtsmenü. Es gibt für den einen oder anderen vielleicht einen Truthahnbraten. Dann gibt es Haggis, ne, dieser gefüllte, ich glaube, es war irgendein Magen. Nieps und Tatties, Rosenkohl, Karotten, Würstchen im Schlafrock. Oh, Würstchen im Schlafrock. Beste. Blutwurst auch, ja, sehr gut. Bratensoße, Brotsoße. Okay, ich weiß nicht, was Brotsoße ist, keine Ahnung. Christmas Pudding, Brandy Soße.
Was? Cranachan und Perkins. Okay, keine Ahnung. Also zwei, drei Gerichte.